Alter, zweiter Versuch, zweite Aufnahme, rein ins Boot, ab zum Spot, Rapfen fangen. Alter Falter, ich schneide gerade das Video und denk mir, na nun, na, mach mal ein bisschen leiser. Was ist denn da los? Alles so abgehackt. Er hat das irgendwie nicht richtig aufgenommen. Verdorrig, ich wollte euch zeigen, wo man hier schön geil die Rapfen rauszieht. Ich bretter da mal eben hin. So, und da sind wir auch schon. Siehste, hat auch gar nicht so lange gedauert. Gerade mal knapp 3 Minuten quer über den Acker hier gefahren. Und wir sind da. Also, hier unten am untersten Schniepi, hier am 5-Meter-Loch, da geht es jetzt gleich auf Rapfen. Da wir jetzt noch mitten in der Nacht sind, schmeiße ich hier nochmal eben meine Grundruten aus. Ganz entspannt hier auf dem Tauwurm. Siehst du, und ich habe vorhin noch gedacht, ach komm, hebst du dir den Kescher auf für später. Kannst du ja auch nachher noch verkaufen im Stream. Aber nee, zack, trotzdem verkauft. Dann hätte ich jetzt zumindest schon mal zeigen können, was hier noch alles rangegangen ist und wie viele Rapfen und so weiter schon am Tag reingeballert sind. Also, zack, nochmal alles auswerfen. Ich hatte hier zuletzt Marmorkarpfen. Marmorkarpfen, allerdings die eher etwas kleineren auf den Grundruten. Und auf der kleineren Grundrute hier auf der Winkelpicker hatte ich als ersten Fisch eine fette, schöne Nase als Trophy gefangen. Und da habe ich mir gedacht, nee, Alter, das Video kannst du ja nicht wieder hochladen, schon wieder eine Trophy. Das war jetzt hier eine vom Volcho noch, aber halt so eine schöne, fette Nasentrophy hatte ich gefangen. Naja, vielleicht ballert ja noch eine rein jetzt für dieses Video und da geht's auch schon gerade los. Ich habe hier 1-0er-Haken drauf, also wirklich eher fett unterwegs mit dem Tauwurm. Relativ grob das Ganze. Ja, es waren allerdings hier gerade auf den Routen, wenn dann nur kleine Marmorkarpfen drauf, nicht wirklich was Besonderes. Guck mal hier, Alter. Auch hier wieder der erste Fisch. 800 Gramm ist Trophy. Auf dem 1-0er Haken, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Ei, 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 ei. Da geht noch was. Warte mal ab, ey. Ich ändere mal hier eben kurz das Vorfach. Hier ist noch Karpfen-Vorfachsmaterial dran. Und ja, ansonsten würde ich sagen, warten wir jetzt gleich erstmal ab, dass es ein bisschen hell wird. Und dann geht es gleich hier Attacke vollgasmäßig los mit dem Rapfenangeln. So, Vorfach noch dran, raus damit. Schön entspannt irgendwie hier so auf halb. Und dann gib ihm. Bis gleich. Na, 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 na. Jeppa. Da haben wir ihn doch. Den ersten schönen Rapfen des Tages. Immerhin. Ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Blinker getestet. Denn das Ganze hier soll ja die Qualifikation werden. Zack. Und da geht das nächste kleine Ding rein. Also, die Qualifikation schauen wir uns auch gleich nochmal eben an. Und da heißt es dann. Oh, der ist aber klein. Da heißt es dann in der Qualifikation Spinfischen Stufe 5. Genau hier fange einen Rapfen auf einer Spinning-Methode mit einem Blinker vom Ufer aus. Und das ist das Schwierige. Denn die meisten Rapfen werden ja dann so gerne mal so als Beifang beim Schleppen gefangen. Und hier vom Ufer aus ist das schon ein bisschen tricky. Dazu kommt, Rapfen fehlt mir noch komplett. Noch nicht einmal eine Rapfen-Trophy dran gehabt. Ist das der Hammer? Aber ich habe auch noch gar nicht so viel auf Rapfen geangelt. Also speziell natürlich auch nicht vom Ufer aus oder sowas. Das ist natürlich noch gar nicht so richtig. Jetzt in letzter Zeit ein paar Mal versucht für die
für die Herausforderung, aber im Großen und Ganzen eher tricky. Ja, warum jetzt hier unten am Ende der Welt sozusagen der Spiro, der Lümmel, der hat mir da einen Tipp gegeben, meinte, Alden, probier mal da. Da hat er zuletzt ordentlich gezogen. Allerdings mit Popper, beziehungsweise mit den Walkern, mit den Auric Walkern, habe ich auch schon probiert, funktioniert super. Also Topwater auf Rapfen ist ja eigentlich top. Geht immer wieder richtig gut. Und ja, jetzt muss ich es aber für die Challenge mit dem Blinker testen oder erledigen. Und deswegen probiere ich hier verschiedene Blinker durch. Die große Frage ist, lübt das Ganze noch? Und da rasselt hier gerade schon die Info rein, während ich hier so am Rumangeln bin. Alden, Serverneustart, Client, Aktualisierung, Fischmigration, also alles neu, alles resettet. Fische wieder an neuen Spots, neue Köder ausprobieren und so weiter und so weiter. Also morgen, macht euch drauf gefasst, am 7.10. gibt es dann wieder neue Spots zu suchen. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, lübt der Rapfen denn dann morgen und übermorgen und so weiter dann auch noch weiter hier? Und die noch größere Frage ist natürlich, wenn die sowas machen, 4 Stunden einplanen, ob dann vielleicht der neue Koori kommt, nachdem jetzt das Video davon erstmal noch gepostet wurde und so. Könnte sein, oder? Das wäre mal was. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, machen wir morgen den Tag über direkt erstmal Koori-Erforschung. Ich würde auch sagen, direkt im Stream, ey. Schauen wir uns das an. Ich probiere jetzt hier nochmal ein bisschen auf Rapfen, mein Glück. Und später, zack, da geht der nächste. Später im Stream werde ich das natürlich noch weitermachen, solange es geht. Und letzten Endes, Hauptsache, hier ballert meine Trophy rein. Das ist dann das A und O. Und ob ich dann irgendwann später mal auch den Rapfen noch auf den Blinker hier bekomme, das werden wir dann sehen. Aber man muss einfach alles probieren. Alle Möglichkeiten, wenn es mal heißt, hier läuft ein Fisch, hier ist gerade ein Hotspot, alle Möglichkeiten immer ausprobieren. Testen, testen, testen. Und irgendwann, zack. Ah, jawohl. Schön, sie werden größer, dickere Köder, dickere Rapfen. Sehr, sehr geil, 3,1 Kilo. Kann sich schon sehen lassen. Ich habe einfach mal den fetten 25er Weiko genommen. Zack, und sofort der nächste. Oh, das ist aber schon gefährlich hier, ey. Das klingt doch schon gut. Stürzt sich so ein bisschen runter sogar noch. Komm rauf hier, Alden. Wo will er denn hin? 2,2. Das Geile am Rapfenangeln ist einfach die Kohle. Man kann halt so super Kohle damit machen. Deswegen suche ich ja auch immer noch klammheimlich einen guten Rapfenköder für einen Belaya. So 2 Kilo, 2,5 bis, sagen wir mal, bis 3 Kilo Rapfen für einen Belaya wären mega gut, ey. Guck mal, geht sogar noch ein Hecht hier rein. Ja, ein zu feines Setup will ich hier gar nicht wählen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu tricky, ey. Ich habe jetzt hier 27er Fluorocarbon drauf. Das hält schon mal einiges aus an Hechtbissen. Kurbel jetzt hier relativ langsam mit einer 19 durch. Einfach locker durchgezogen hier auf dem Rapfen. Und fast bis hinten zur Wand geschmissen. Ja. Und dann einfach durchgezogen. Ne, 45er Einholgeschwindigkeit. Genau. Bremse relativ locker. Der Fisch soll erstmal schön ziehen können. Dann kommt der Anschlag. Und dann geht die Bremse langsam hoch. Aber, ja. Das war gerade so ein bisschen, nur ein bisschen Phase. Also, ich werde hier noch ein bisschen weiter rumprobieren. Petri, ihr Lümmels. Ich würde sagen, wir sehen uns ja im Livestream oder im nächsten Video.
Und im Idealfall sehen wir uns dann auch demnächst am neu gestalteten Koori mit neuen Fischen. Ich bin mega gespannt. Bis dahin, Petri.